Es ist erst ein paar Tage her, da haben viele gesagt, Mensch, die FED, die muss die Zinsen notsenken, da muss in einer Notsitzung der ganz große Hammer kommen, so wie Jeremy Siegel, der in den USA sehr bekannt ist, der sagte, auf jeder Sitzung mindestens 0,75% und wenn nicht vielleicht noch sogar mehr. Also diejenigen, die ständig die Aktienmärkte nach oben geredet haben, die waren dann ein bisschen enttäuscht, als eben dieser massive Einbruch kam. Jetzt haben wir eine Erholung gesehen wieder. Jetzt sind die Rufe verstummt, aber dennoch starke Zinssenkungen sind bereits eingepreist. Umso wichtiger jetzt, wie wird die Wirtschaft agieren, aber vor allem, wie fallen die Daten zur Preisentwicklung aus. Und da geht es heute mit los, nämlich mit den US-Erzeugerpreisen. Morgen dann die US-Inflationsdaten, also die CPI-Daten, schauen wir uns da die Situation mal an, was bei den Zinsen eingepreist ist. Und hier sehen wir, ja, es gibt eine 50-50-Chance, dass die FED die Zinsen entweder um 0,25 oder gleich um 0,5% senkt. Laut FED Fund Futures halte ich für sehr, sehr optimistisch. Insgesamt geht man davon aus, dass, wie Sie hier unten sehen, bei jeder Sitzung jetzt die FED die Zinsen senken wird bis inklusive März. Dann wird also der Zinssatz nur noch um und bei, ja, bei 4% sein, 3,75 bis 4%, wenn wir dann im März angekommen sind. Das ist die Erwartung der Märkte. Die halte ich für reichlich optimistisch, wie schon so oft. Erinnern wir uns, im Januar wurden 6 bis 7 Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich im Maximum, wenn überhaupt, 3 Stück. Hier sehen wir mal die heute anstehenden Erzeugerpreise. 14,30 kommen ja die Daten. Und hier sehen wir unten in dieser Grafik, naja, wir haben einen latenten Anstieg wieder der Erzeugerpreise. Für heute ein Anstieg zum Vormonat erwartet 0,2 und 2,3 zum Vorjahr, in der Kernrate 0,2 und 2,7. Also hier sehen wir nicht, dass diese Disinflation wirklich komplett zuschlagen würde, auch wenn wir gesehen haben, dass der Ölpreis im Juli gefallen ist in der Summe, aber wir haben ja die Statistikwunder in den USA, Seasonal Adjustments, und da war es im Juni so, als die Ölpreise deutlich gestiegen waren, dass im Endeffekt Seasonal Adjusted ein Minus dabei rauskam. Also wir dürfen gespannt sein, ob aus fallenden Ölpreisen diesmal vielleicht sogar steigende Ölpreise werden. Wir wissen es nicht. Retail Gas Prices, also das, was die Amerikaner an der Tankstelle bezahlen, das ist weitgehend unverändert geblieben. Da hat es keine Veränderung gegeben. Dementsprechend dürfte von da kein Impuls kommen. Aber wir haben gestern gesehen, dass der Brent-Preis massiv gestiegen ist, respektive der Ölpreis massiv gestiegen ist, dazu gleich mehr. Und wir sehen, dass die Positionierung in Öl so wenig long ist wie never ever in history before. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung, dass es da weiter nach oben geht. Gleichzeitig erwarten so wenige Konsumenten wie schon lange nicht mehr, dass die Benzinpreise steigen in den USA. Man ist also sehr, sehr optimistisch. Das könnte nach hinten losgehen. Eins aber ist klar, das Bedürfnis, die Sehnsucht nach Zinssenkungen, die ist extrem ausgeprägt. Hier sehen wir mal August 2024. Selten gab es einen höheren Wert bei den von der Bank of America befragten Fondsmanagern, den wirklichen Dickfischen, die viel Geld verwalten, dass die sagen, ja, die Geldpolitik sei zu rigide. Das ist natürlich vor allem nach diesem Einbruch, den wir Anfang der Woche gesehen haben, respektive schon in der vorletzten Woche gesehen haben, vielleicht auch bedingt. Aber wir sehen auch die Unternehmen, die wollen sinkende Zinsen. Wir sehen hier mal in den Earnings Calls, also in den Aussagen der Firmenleitung gegenüber Analysten, dass so viele wie noch nie davon sprechen, von der FED, also von Zinssenkungen, die man sich offenkundig erhofft. Das ist schon sehr, sehr auffällig, was hier passiert. Morgen kommen dann die Inflationsdaten, also die CPI, Consumer Price Index Daten, und wir sehen Headline CPI 0,25 und die Headline zum Vorjahresmonat 3,0, die Kernrate deutlich über 3. Also das würde jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, wenn die Daten auch so reinkommen, wie von den verschiedenen Analysten erwartet, dass die FED wirklich 0,5% die Zinsen senkt. Ja, 0,25 ist wahrscheinlich aus meiner Sicht, aber nicht 0,5. Heute die Daten und morgen die Daten dann vor allem deswegen sehr, sehr wichtig. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen der Amerikaner fallen, wie die New York Fed hier in ihrer
Umfrage sagt, da sind die Inflationserwartungen deutlich gefallen, genauso wie eben auch der Anteil derjenigen, die Lohnsteigerungen erwartet, respektive, dass man finanziell besser gestellt sei in nächster Zeit. Und auch interessant, was die Atlanta Fed jetzt zugibt, ist, dass die US-Arbeitsmarktdaten Bullshit sind. Man sagt nämlich, ja, dieses Burst-Death-Model, über das ich schon öfter gesprochen hatte, das ist oder hat die die neu geschaffenen Stellen um 440.000 neue Stellen overestimated, also überschätzt, und die Betonung liegt auf schätzen, denn das ist völlig unfundiert, da ist überhaupt keine wirkliche Grundlage für dieses Burst-Death-Model, das ist im Prinzip ein Manipulationsinstrument, wie es sich jede Regierung nur wünschen kann. Wie kannst du die Arbeitsmarktdaten besser darstellen, als sie faktisch sind? Nutze das Burst-Death-Model und korrigiere, manipuliere die Daten hier wunderbar nach oben. Nicht manipuliert sind die Schuldenzahlen aus den USA. Wir haben gestern die neue Verschuldungssituation im Juli bekommen. Das ist das zweithöchste Juli-Defizit in History of the Americans, etwa 25%, also ein Viertel aller Steuereinnahmen gehen jetzt in die Zinsbedienung durch die entstanden ist eben aufgrund der extrem hohen Schulden. Das heißt, there is no free lunch, das sollte man denjenigen, die immer fordern, ja, wir müssen Schulden machen, den sollte man sagen, dass Schulden kosten, es gibt kein free lunch, das musst du hinterher bezahlen, die Amerikaner bezahlen es jetzt schon teuer. Ein Viertel aller Steuereinnahmen, das muss man sich mal vorstellen, nur für Zinsen, das alleine ist eine massive Steigerung, die wir hier sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und hier sehen wir mal diesen unsoliden Haushalt. Man hat im Juli 330 Milliarden Dollar eingenommen, aber 574 Milliarden ausgegeben. Das ist solide, meine Damen und Herren. Wenn wir die SPD und die Grünen allein regierend hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ganz ähnliche Zahlen. Gestern die Märkte, naja, wie soll man sagen, leicht positiv, aber mit einem sehr negativen Breath. Wir sehen, der Nasdaq 100 war zwar 0,3% im Plus, aber es waren nur 25 Aktien im Plus, 75 waren dagegen negativ. Beim S&P auch das Verhältnis fast 1:3, also mehr Aktien gefallen, deutlich als gestiegen. Wir sehen diese Nervosität, die an den Märkten war. Da haben wir dann plötzlich einen Abverkauf beim Nasdaq 100 gesehen von 150 Punkten. Dann geht es wieder 100 rauf, dann geht es wieder runter und so weiter und so fort. Also da ist eine gewisse Nervosität im Markt, zumal dann eben die Meldung kam, die Öl nach oben gebracht hat, nämlich, dass das Pentagon mehr Kräfte in den Mittleren Osten schickt, Middle East, Nahosten, wie wir sagen, aufgrund des erwarteten Angriffs des Iran auf Israel. Der ist dann heute Nacht erstmal nicht gekommen. Deswegen sind jetzt die Aktienfutures auch, oder die europäischen Märkte starten positiv, offenkundig aus Erleichterung darüber, dass dieser Angriff nicht gekommen ist. Dennoch, Öl bleibt nach diesem gestrigen Sprung von über 3% weiter auf dem Niveau, wo wir gestern letztendlich hingelaufen sind. 12% ist der Ölpreis jetzt gestiegen in einer Woche, net slash, da geht es also weiter nach oben, und wir sehen hier wirklich einen Ausbruch beim Ölpreis über diesen Abwärtstrendkanal. Wir haben nach unten gefaked in dieser Wedge und dürften jetzt nach oben ausbrechen. Das wiederum bedeutet, dass diese Zinserwartungen natürlich ein bisschen optimistisch sind, denn wenn der Ölpreis deutlich steigt, dann wird sich das natürlich auch in den Inflationsdaten widerspiegeln, es sei denn, man kann diese seasonal adjusten, wie die Amerikaner das sehr gerne machen. Wir sehen insgesamt, trotz freundlicher Märkte, ja, dass wir aus diesem Aufwärtstrendkanal unten beim S&P rausgefallen sind, und wir sehen, dass dieses Mantra, ja, wir kaufen jetzt Small Caps, wir kaufen jetzt die Verlierer, das ja vor diesem Einbruch an den Märkten der Fall war, dass das jetzt ein bisschen angekratzt ist. Sehr, sehr starke Geldabflüsse aus Small Cap ETFs, so stark wie seit 3 Jahren nicht mehr. Und jetzt ist eben die Frage, kommen wir jetzt an die Nackenlinie dieser gebrochenen Schulterformation, die sich dann ja wunderbar nach unten aufgelöst hat. Jetzt läufst du von unten wieder ran. Was wird dann passieren? Das ist die große Frage.
Hier sehen wir im kurzen Zeitfenster, ist das relativ neutral, was wir hier sehen. Da kann man nicht viel sagen. Wir haben ein Gap zugemacht, das andere Gap beim S&P wäre bei 5410 und das andere bei 5457 Punkten. Der Nasdaq, ebenfalls raus aus seinem Aufwärtstrend, könnte versuchen, eben auch an diesen gebrochenen Aufwärtstrend mal wieder ranzulaufen. Mal sehen, ob das gelingen wird. Und wir haben auf jeden Fall die Tatsache, dass der VIX jetzt in 5 Tagen so stark gefallen ist wie noch nie, nachdem er ja den drittgrößten Anstieg ever erzielt hat. Wir hatten in den letzten Tagen ja VIX-Rückgänge, gestern so ein Doji, das wir gemacht haben beim VIX, aber auf jeden Fall jetzt extrem schneller Rückgang. Da wird es einen Rebound geben, einen Wiederanstieg geben, schon aufgrund der technischen Situation, zumal die CTAs in jedem Szenario das Goldman Sachs entwickelt. Also die US-Vermögensverwalter, die werden in jedem Szenario verkaufen in den nächsten Tagen. Dagegen haben wir unterstützend wieder für die Märkte die Tatsache, dass jetzt etwa 90% der S&P 500 Unternehmen wieder ihre eigenen Aktien zurückkaufen können. Interessant auch, wenn wir vorhin vom Nasdaq gesprochen haben, Gold zu Nasdaq, da könnte ein Ausbruch bevorstehen. Also Gold könnte diesen langen Abwärtstrend zum Nasdaq jetzt überwinden. Und wir hatten gestern ja dieses Gespräch Elon Musk mit Seth Donald und da gab es erstmal technische Probleme. Das Gespräch, naja, ich würde mal sagen, begrenzt interessant, nichts wirklich Interessantes, wie ich finde, nichts Neues. Erstaunlich, dass eben Seth Donald sich jetzt sehr, sehr wohlwollend gegenüber den Elektrofahrzeugen von Elon Musk und Tesla äußert. Sonst hat er ja immer gesagt, hier diese Elektrofahrzeuge, die sind ziemlicher Bullshit und ihr werdet alle eure Jobs verlieren, wenn wir nur noch diese Elektrofahrzeuge haben. Interessant auch, dass Donald jetzt wieder auf X zurückgekehrt ist. Daraufhin ist seine Truth-Plattform, die Aktie, ziemlich abgestürzt um 7%. Überhaupt schlechte Performance in diesem Jahr, aber in Sachen X nochmal, in Sachen Twitter. Hier gibt uns die EU-Kommission vor, sie will uns schützen und faktisch, indem sie jetzt versucht, X und Elon Musk zu attackieren, versucht man letztendlich nicht irgendwie uns zu schützen, sondern versucht uns vom Denken abzuhalten, von der Freiheit abzuhalten, von freiheitlichen Informationsquellen abzuhalten. Auf X findet man das und genau das Gegenteil. Jeder kann sich dann seine eigene Meinung bilden. X ist das schnellste Medium, das wir derzeit haben. Wenn irgendwo was passiert auf Twitter, auf X, ist es da. Und dementsprechend sollten wir alle dagegen sein, dass hier eine Bürokratenorganisation, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist und sich immer mehr anmaßt und damit immer mehr Freiheitsrechte einschränkt, dass die wirklich hiermit durchkommt. Da kann ich nur an Sie appellieren, hier wirklich ganz klar in die Opposition zu gehen. Das ist das, was jetzt über die EU zu sagen ist. Über die gute Situation in Deutschland wissen wir, dass jetzt das Wachstum wohl kaum mehr stattfinden wird in 2024. Einer der Punkte ist die Energiepolitik und hier sagt der ENBW-Chef, in der Vergangenheit wurde in Politik und Öffentlichkeit vor allem über Klimaschutz diskutiert. Dabei sind die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Energie leider auf der Strecke geblieben. Das genau ist das Problem. Man hat die falschen Prioritäten. Was hilft es, wenn wir jetzt ein bisschen weniger CO2 verbrauchen? Es hilft dem Weltklima null, aber wir verarmen unsere Bevölkerung. Allein schauen Sie sich mal die Bauwirtschaft an, was es bedeutet, ein Haus zu bauen, mit welchen ESG-Vorschriften, was du alles beachten musst. Das verteuert den Bau. Dadurch wirst du ganze Schichten letztendlich davon abhalten, dass die sich ein Haus leisten kann. Damit verärmst du die Bevölkerung, du verhinderst, dass sie Besitz anhäufen kann, dass sie Besitz haben kann, um sich im Alter abzusichern. Du verarmst deine Bevölkerung. Und für was, diese Frage muss man stellen, für einen Effekt, der nicht mal dem Flügelschlag eines Schmetterlings entspricht, wenn wir uns jetzt das globale Klima mal anschauen. Also das ist schlichtweg überhaupt nicht mehr zu verstehen. Die Verschmutzer sitzen inzwischen woanders. Indien, China, das sind die großen Player. Da müssen wir Technik entwickeln, damit die weniger schmutzig werden. Damit würden wir viel mehr erreichen, als wenn wir letztendlich uns selbst gegen die Wand schießen. Das macht schlichtweg keinen Sinn. Und jemand, der das hervorragend gemacht hat, ist der gute Roberto. Und der greift jetzt nach jedem Strohhalm und hofft, dass die Bauwirtschaft gerettet wird durch Zinssenkungen durch die EZB. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, gerne weiterempfehlen.
auf Social Media, auf diesen Button, die Sie da oben sehen. Und nochmal eine Zusammenfassung des Gesprächs, der Diskussion von Donald Trump und Elon Musk auf X. Da gab es schon Erstaunliches, auch wenn jetzt Donald Trump nicht überrascht hat in vielen Punkten. Aber auch Elon, der sagte teilweise Dinge, die, naja, zumindest bedenkenswert sind, wie ich finde, diese beiden Artikel. Also 14,30 die Erzeugerpreise, das wird wichtig. Schauen Sie da rein bei finanzmarktwelt.de. Jetzt sage ich Servus, ciao.